Hi, jetzt willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir was überlegt. Ihr kennt bestimmt diese Werbetrailer, die überall rumstehen. Bei uns in Hannover zum Beispiel ist das die Fahrenwalder Straße oder am Maschsee. Das sind einfach Autoanhänger vielleicht manchmal sogar oder andere Anhänger. Ich weiß nicht, wie man die so genau nennt. Und da ist dann halt so eine Beplankung drauf, wo Bretter draufgeschraubt sind mit Werbung von den unterschiedlichsten Firmen. Ich möchte auch ein bisschen Werbung machen und zwar ein bisschen kostengünstig. Hatte mir aber vorher die ganze Zeit überlegt, dass ich mir auch so einen Trailer hole. Habe schon bei eBay Kleinanzeigen und so alles durchgeguckt. Fand die aber ein bisschen teuer, muss ich sagen. Weil du musst dir so einen Trailer kaufen und dann musst du da noch Platten für haben, ein Gestell schweißen und so weiter und so fort. Dann habe ich überlegt, den Passat dahin zu stellen, weil der ist ja, das ist zwar mein Daily, aber den benutze ich eher, wenn der Golf nicht funktioniert. So wie jetzt gerade wieder. Der Golf ist kaputt, steht bei WK Performance. Ich weiß aktuell auch noch nicht, Stand heute, was damit wirklich ist. Ich schätze mal, der Motor ist breit, aber ich werde euch auch da wieder mit begleiten, beziehungsweise ihr werdet mich begleiten, wie wir das Ganze versuchen wieder zu fixen. Und dann hat meine Mutter mich abgeholt, als der Golf dann kaputt gegangen ist und hat im Gespräch erzählt, dass sie ihre Garage räumen muss, weil die abgerissen wird und sie kriegt jetzt eine Garage auf einer anderen Seite. Und da ist noch dieses Auto und das will sie auf den Schrott packen. Dann habe ich Nelly angeguckt und dachte so, ey, wie geil ist das bitte? Wir nehmen einfach dieses Auto. Ihr habt es, glaube ich, schon gesehen. Das ist so ein 45 km/h Auto. Den darfst du mit Führerscheinklasse, ist das A1 oder A2? Ich schreibe das mal hier unten rein, mit welcher Führerscheinklasse man diese Autos fahren darf. Die haben einfach so einen, eigentlich so einen Moped-Motor hier drin. Der läuft jetzt hier sogar mit Diesel, gibt es aber auch als Benziner. Sieht ein bisschen wild aus, weil der Grund, warum der natürlich in der Garage gestanden hat, bei ihr ist, da war Zylinderkopfdichtung, war kaputt, hat das Ding gequalmt und so weiter. Ich habe das Auto jetzt auf einmal genommen. Damit wollen wir so ein bisschen was machen. Und zwar hier zum Beispiel diese ganze Kacke hier, das muss hier alles ab. Dann werden wir den einmal waschen und dann will ich den farblich verändern, damit er zur Firma passt. Also entweder wirklich Firma, das heißt, er wird schwarz und auf der Seite oder auf der Front machen wir ein bisschen Werbung drauf. Oder aber wie der Rest des Fuhrparks, der wird einfach kreidegrau. Ich weiß es noch nicht, weiß ich wirklich noch nicht. Genau. Und das ist, ihr könnt mal reingucken hier. Achso, das ist alles. Das ganze Auto. Das ist Plastik, finde ich mal hier. Das ganze Auto wiegt halt wirklich nichts. Halt einfach so komplett wegheben. Da liegt jetzt noch die Stoßstange drin und im Passerati haben wir noch so eine ganze Tüte mit den Ersatzteilen, irgendwelche Motorteile oder sowas. Keine Ahnung. Eigentlich hat das Auto nichts an Ausstattung, aber braucht man für so ein Auto auch nicht. Das ist ja eher, ich glaube, dass so ein Auto wird auch Krankenstuhl oder Krankenrollstuhl, irgendwie sowas in dieser Art, wird das auch genannt. Auf dem Tacho 120, wir kennen es früher als Kind, haben wir immer durch die Autos geguckt, um zu gucken, wie viel da auf dem Tacho stand, weil dann war das nämlich auch ein schnelles Auto. Hier steht 120, die erreicht er niemals, der fährt halt 45, glaube ich. Vielleicht auch ein bisschen schneller, aber er hat sogar elektrische, ich habe hier noch nie drin gesessen, elektrische Fensterheber und so weiter. Ja, ist alles halt so ein bisschen, ist alles voll Plastik, guck mal, das sieht aus wie aus dem Baumarkt. Einfach zusammengespackst, das Ding hier. Geil. Hier liegt noch der Sitz drin. Was ist das hier? Und die Stoßstange. Achso, ja, hier ist die Stoßstange. Die ist halt auch wie der Rest vom Auto. Mhm. Hier, damit der richtig vom Fahrtwind durchkommen kann. Finger sehen aus. Ja, und hier ist das jetzt. Der wird einfach nur mit vier Schrauben. Alter, der wiegt auch nichts. Das ist der Stuhl. Hier ist so eine. Achso, das hier ist wahrscheinlich die. Genau, das ist die Kofferraumabdeckung. Alter, in Rot. Ernsthaft? Soll das hier so ein Stopper sein, damit die Bude nicht wegrollt? Keine Ahnung. Ja. Mit Ersatzrad. Ja, und auf dem Ersatzrad steht nur 35 km/h. Also 10 km/h weniger, als das Auto eigentlich fahren darf. Kannst du gleich schieben. Ja. Ist halt so richtig Mofa, ne? Aber Diesel.
krass. Genau, also das haben wir auf jeden Fall mit dem Auto vor. Step 1, mal wieder zusammenbauen. Step 2, waschen. Ja. Komplett reinigen das Ding. Step 3, er bekommt neue Farbe. Welche weiß ich noch nicht. Schwarz oder Porsche Kreidegrau. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich würde es auch selber machen tatsächlich. Hier einfach. Ich würde so eine Kabine selber bauen. Also hier im Studio. Weil ich habe ja jetzt keine Garage mehr oder sowas, wo ich das machen kann. Das ist ja jetzt meine Halle. Und eigentlich wollte ich das nicht machen. Aber, also die für so welche Sachen zweckentfremden. Aber machen wir jetzt einfach. Wir bauen einfach so eine Lackierkabine selber hier. Wird bestimmt, ja, schon, wird bestimmt schon geil. Genau, ja, das... Wo ist, da, was ist da los? Oh. Ist da was abgefallen? Ich hab's schon gehört. Wahrscheinlich der tolle Auspuff. Ja. Ja, gut. Ja, das ist auf jeden Fall Stand der Dinge. Warum nehme ich euch mit? Weil ich schon irgendwie... ich bin nicht der Leichteste, weiß ich, aber... Das ist TDI. Tieferlegung durch Insassen? Mhm. ja, brutal. Wird auf jeden Fall lustig. Könnt ihr mal einfach in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Und hier, meine Mutter hat hier auch richtig viel neu gemacht. Da mal nicht drauf zeigen, weil hier die Adresse, glaube ich, von ihr steht. Aber, guck mal, das ist hier alles. Federblättchen, Manschetten, Thermostat, Vario-Riemen. Auspuffdichtung, Ausgangsrohr, Auspuffschelle, Bremsscheibe. Also hier ist wirklich alles gemacht. So. Sieht man dem Ding nicht an, weil er jetzt, wie gesagt, aktuell ein bisschen dreckig ist. Aber da ist, der braucht ein bisschen Liebe. Der braucht ein bisschen sehr viel Liebe. Aber ja, mega. Finde ich cool. Finde ich wirklich, wirklich cool. Ja, die will sie wahrscheinlich wieder haben. Hier ist so eine, warte. Sitzheizung hat das Ding auch. Über Zigarettenzünder. Oh, ist schon auseinandergefallen. Ja, krass. Das heißt, das Ding hat sogar Zigarettenzünder. Und Radio kann man hier auch verbauen. Das heißt, wir können hier richtige Anlage reinballern. Aber wollen wir natürlich nicht. Wir wollen das Ding. Ja. Das steht halt ein ganzes Jahr rum. Ne? Eventuell machen wir noch was mit den Reifen. Da muss man gucken, ob die noch gut sind. Was wir damit machen, die Felgen müssen auf jeden Fall auch frisch. Vielleicht hat die Firma Polybauer noch Felgen liegen. Ich habe jetzt nicht nachgemessen, aber das könnte vielleicht 4x100 sein oder so. Ich glaube 4x100. Müssen wir mal gucken, vielleicht hat er da was liegen. Das wäre natürlich geil. Machen wir da noch eine schöne frische Felge drauf, wenn er dann im neuen Kleid da steht. Jetzt nicht so Tuning-mäßig, es reicht ja wieder so eine Stahlfelge. Vielleicht macht man da Radkappen drauf oder sowas. Irgendwas vom Polenmarkt. So, daran habe ich auch gerade gedacht. So richtig low budget halt, ne? Habe ich wirklich irgendwie Bock drauf. So. Guck mal hier, ganz professionell die Stoßstange angeschraubt. Das ist so richtig JDM-Style. Hier müsste jetzt auch eigentlich noch so eine Schraube rein. Und dann müsste man das mit so einem Band. Ich verstehe diesen Sinn dahinter zwar nicht. Schreib mal rein, falls den jemand kennt. Aber geil. Genau, das ist Stand der Dinge. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.